Seitdem klingt durch die Nacht ein Ton. Dieser Titel hat dem Programm den Namen gegeben und steht auch als Überschrift für die neue CD. Und deine Augen blickten wach. Wo bin ich denn gelandet hier? Heute Abend nun also Lieder und Texte von Karl-Heinz Bomberg, der ja vielen unter Ihnen bekannt sein durfte als Weißenseer Gemeindeglied. Und er war ja durchaus häufiger auch schon in dieser Kirche konzertierend zu Gast. Er hat sich heute selbst Gäste mitgebracht. Das ist Katrin Kantagrel, ich hoffe, ich sage es richtig, am Cello und Ottmar Desch am Klavier. Und wir werden auch Texte hören von Doris Wiesenbach. Ich bin ganz gespannt, was uns erwartet. Wir werden von Herrn Bomberg sicherlich einiges zu dem erfahren, was wir heute hören und wahrscheinlich auch, warum wir genau diese Dinge heute hier hören. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Am Anfang war der Ton, dann kam das Wort. Schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie diesen Weg heute hierher gefunden haben. Es ist auch ein bisschen Feierstunde, 25 Jahre Mauerfall. Nun wurde das in den Medien so relativ überstrapaziert, aber es hält uns nicht davon ab, in kleiner Form unsere Form zu wählen. Das freut mich, denn dieser Raum war in den 80er Jahren ganz besonders wichtig, als noch ganz andere Verhältnisse hier waren. Verhältnisse, denke ich, die sehr veränderungswürdig waren. Und ich bin sehr froh gewesen, dass die Kirche einen Raum eröffnet hat für kritische Stimmen. Das war zwingend notwendig und die Kirche hat diese Verantwortung angenommen. Und die 80er Jahre, aber auch schon davor, waren eine wichtige Zeit, um in diesen Räumen Veränderungen vorzubereiten, die dann letztendlich im November 1989 in die friedliche Revolution führten. Lieder und Texte. Wir möchten Sie einladen, in der folgenden guten Stunde davon zu erzählen. Es gibt Vergangenes, es gibt Erinnerung, es gibt aber auch Aktuelles. Denn die neue Situation ist kritisch genug, dass mit dem wachen Auge von damals auch das Heutige zu besehen, zu besingen und vielleicht auch zu beeinflussen ist. Wie soll man das erklären? Viele Dinge wiederholen sich und doch ist jeder Augenblick neu. Bis ich verstanden habe, ich bin, da zogen ein paar Zeiten hin. Dann wurde ich allmählich groß und riss mich von der Mutter los. Wenn etwas beginnt, Vater, Mutter, Kind, ich war verwirrt, weil es dich gibt, drauf spürte ich, ich bin verliebt. Dein Vater hatte zwar getobt, doch waren wir schon bald verlobt. Wenn etwas beginnt, Liebe trägt der Wind. Und später wurdest du sehr krank, dein Körper lag mit dir im Zank. So hin und her und auf und ab, da blieb der Ausgang denkbar knapp. Wenn etwas beginnt, manchmal Hoffnung findet, dann wurdest du noch eingesperrt, vor einen Richter hingezerrt. Dort sagtest du, Gerechtigkeit ist wahrlich keine Schlechtigkeit. Beginnt, unklar wer gewinnt. Musik.
Doch unsere Liebe trug uns weit, ich forschte unter deinem Kleid. Du schenktest uns darauf ein Kind und alles so von vorn beginnt. Wenn etwas beginnt, Vater, Mutter, Kind, Wind. Wenn ich dieses Blatt fange, brauche ich es nicht mehr vor den Mund zu nehmen. Du sagst nicht ja, du sagst nicht nein. Du sagst nicht arm, du sagst nicht bein. Du sagst nicht an, du sagst nicht aus. Du sagst nicht rein, du sagst nicht raus. Die einen haben sehr viel Geld auf Kosten einer Treppenwelt. Da kriegst du eine große Wut, dann löscht die Ohnmacht deinen Mut. Und Waffen werden exportiert, wo demokratisch wird regiert. Du kritisierst den Machtmissbrauch, dein Wort verfliegt wird Schall und Rauch. Und unsere Erde fast verbrennt, obwohl die Gründe jeder kennt. Du hältst den Schornstein oben zu, dann machst du auf, es qualmt dein Schuh. Du sagst nicht ja, du sagst jetzt nein. Du sagst zu uns, ich bin allein. Kommt mir zur Hilfe, denn vereint und Sonne in das Dunkel scheint. Und Sonne in das Dunkel scheint. In weiße Tücher ein, die leuchten durch die laue Luft, gemischt mit Mondenschein. Es riecht nach Laub und Liebeslust, ein Schwirren auf der Haut. Im Unterholz die warme Brust bekommt, was ihr vertraut. Die Winde wehen wild, zerreißen Strauch und Vogelnest, den Kröten kracht der Schild. Geräusche werden zum Konzert, der Vorhang ist die Nacht, den Schatten auf der Bühne ehrt, der Teufelsengel lacht. Der Abend atmet tief,
und nimmt den Duft der Tücher mit, wie einen Liebesbrief. Und wenn der erste Sonnenstrahl dann durch das Dickicht blitzt, erscheint im Traum der Abendsaal, bevor die Sonne schwitzt. Sommer seinen Schritt. Bei Tag und Nacht die Winde drehen, die Sonne sollen sie nicht verwehen. Bei Tag und Nacht die Winde drehen, die Sonne sollen sie nicht verwehen. Wenn ein neuer Tag beginnt, sucht die Sonne nach dem Wind. Dieser Titel hat dem Programm den Namen gegeben und steht auch als Überschrift für die neue CD. Und deine Augen blickten wach. Wo bin ich denn gelandet hier? Die Mutter mit der Brust ein Bach. Dein Vater staunt, zu dritt sind wir. Dann hast du grad drei Käse hoch gefragt, was Frieden, Kriege sind.
der Vater sprach, das lernst du noch in Uniform, trug ihn der Wind. Die Mutter hast du dann befragt, die Jahre zogen düster hin. Was macht der Vater, wenn es tagt? Kann er mich hören, wenn ich sing? Mit Mutter hast du überlebt, der Vater kehrte nie zurück. Die Sehnsucht ist in Angst gewebt, du wolltest doch ein bisschen Glück. Umgab. Du musstest aus dem Lande weg, dann warst du noch an Vaters Grab. Die Flucht misslang zu schmal der Steg. Gefängnis hieß der Dauerkampf, du wurdest krank, das Fieber stieg. Ein Traum trieb dich im heißen Dampf, du glaubtest fest an einen Sieg. Sie stand am Tor am Eingangsschacht, der Posten kurz, es tut mir leid. Ihr Sohn starb gerade letzte Nacht. Seitdem klingt durch die Nacht ein Ton, der streichelt zärtlich dein Gesicht. Er gilt dem Vater und dem Sohn, die Mutter weinend dazu spricht. Wiesenbach, Grenzgeschichten, ein ganz spezifisches Gebiet. Jetzt habe ich gerade den Artikel gesucht, der davor passte. Das ist Gebiet Grenzgeschichten. Und bitte, Frau Wiesenbach. Herzlich willkommen, liebe Gäste, auch von meiner Seite. Mein Name ist Doris Wiesenbach und mein Ehemann Matthias war in der ehemaligen DDR Bürgerrechtler mit einer 500 Seiten starken Stasi-Akte. Der Erzählband Grenzenlos ist frei nach wahren Begebenheiten und Interviews mit Zeitzeugen entstanden. Interviews, die ich mit Matthias und seinen Weggefährten geführt habe. Zu meiner großen Freude geht das Buch nächstes Jahr in die zweite Auflage und zieht bereits illustre Kreise. Irgendwie ist das mit dem Mikro nicht so ganz optimal. Ach ja, genau, danke. Vielen, vielen Dank. So ist es besser, ja. Danke. Ja, genau. Im August hat mein Verleger Detlef Stein vom Antea Verlag mir folgende Mail geschickt. Gestern habe ich Wobereit zu Osteuropa gesprochen und deinen Band mit Kommentar übergeben. Er hat sich gefreut und will ihn lesen. Es war aber sicher nicht der Grund für seinen Rücktritt. Die Geschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe, tragen Dr. Karl-Heinz Bomberg und ich gemeinsam vor. Es ist seine Geschichte. Viel Spaß mit Sänger im Exil. An einem klaren Novemberabend 1987 bei plus 5 Grad in Berlin-Pankow. Die Zündung des beigefarbenen Trabants stotterte. Der Anästhesist und Liedermacher Dr. Ingo Lautenschläger stöhnte, strich sich über das halblange Haar, das er in der Mitte gescheitelt trug, kräuselte seine spitze Nase. Nicht schon wieder,
Der Sänger Jens Radowitsch saß auf dem Beifahrersitz. Er reckte sein markantes Kinn nach vorne, säuberte sich mit dem Taschenmesser die Fingernägel. Die chronischen Schwächeanfälle des Autos gingen den beiden Freunden auf die Nerven. In der letzten Zeit war Ingo froh über jede Tour, die er schaffte. Heute wollten sie um 20 Uhr in der Marzahner Dorfkirche auftreten. Jens war nach seinem Gitarrenstudium über die Folkbewegung Profimusiker geworden. Ingo hatte das Instrument im Privatunterricht gelernt. Aber seit ihrem Auftrittsverbot spielten sie in der DDR-Subkultur. Jens schaute auf seine Armbanduhr. Zur Hölle mit der dämlichen Kiste. Ingo drehte den Schlüssel ein weiteres Mal im Zündschloss herum. Der Wagen sprang an. Ein Wunder. Unwirklich wie eine Filmkulisse lag das Dorf Marzahn inmitten einer Batterie von Plattenbauten. In den gut erhaltenen Gehöften wohnten die Menschen an der Straße. Die Gebäude daneben nutzten sie als Stall oder Scheune. Der Trabi holperte über Kopfsteinpflaster zu der 1871 im Schinkelstil erbauten Kirche. Ingo stellte ihn um 19 Uhr auf den Parkplatz. Punktlandung. Wir haben es mit der Osttechnik wieder einmal geschafft. Er gähnte, stellte genervt fest, dass er seine Windjacke in der Klinik vergessen hatte. Er schob den Rollkragen seines hellen Pullovers bis zum Kinn, stopfte den Saum unter den Gürtel seiner Korthose. Ingo stieg aus dem Wagen. Die Gitarren in den Händen näherten sich die beiden Musiker zwei Männern, die vor dem Kirchenportal standen. Jens runzelte seine Stirn unter den kurzgeschnittenen braunen Haaren. »Was macht der Gemeindekirchenratsvorsitzende Herfurth hier?« Er schaute auf den hageren End-50er, der neben dem rundlichen Kantor stand. Ingo verzog den schmalen Mund. »Wenn das kein Ärger bedeutet!« Kanto Torach bewegte sich ebenfalls in der oppositionellen Szene. Er hatte zwar zu dem Liederabend in die Kirche eingeladen, aber den Sängern waren im Vorfeld die Einwände des Stadtbezirksvorsitzenden zu Ohren gekommen. Offiziell galt die Kirche als autonom. Nur, wer wusste schon, mit welchen Mitteln die Stasi den Gemeinderatskirchenrat unter Druck setzte. Ingo biss sich auf die Lippen. Und unsere Freunde sind auch schon da. Etwa 4 Meter vom Portal entfernt parkte ein VW-Bus aus dem Westen, der aussah, als käme er frisch vom Produktionsband. 2 junge Männer mit Bullenbeißergesichtern lehnten an dem Gefährt, ihre Hände in grauen Polyester-Parkas vergraben. Herfurth stand vor der dunkelbraunen Holztür, umrahmt von einem spitz zulaufenden Rundbogen aus Steinen. Er hob statt einer Begrüßung die Hände in Abwehrhaltung vor seine Brust. »Die Veranstaltung ist abgesagt. Leider.« Das war mehr, als Ingo nach 8 Stunden Dienst im Operationssaal ertragen konnte. Pro Schicht beförderte er in einem fensterlosen Raum am Tag ohne Pause im Schnitt 10 Leute ins Koma. Sein Mundschutz verhinderte tiefes Einatmen. Der damit verbundene Sauerstoffmangel machte ihn völlig breit. Ständig beugte er sich über Patienten, überprüfte, ob deren Maske fest am Gesicht anlag. Am Ende eines Tages konnte er kaum noch die Augen offen halten. Manchmal spürte er, wie sich etwas von dem Narkosemittel in seine Glieder schlich. Er müsste das Defizit durch Spazierengehen ausgleichen, aber dafür fand er nach der Arbeit kaum Zeit. Ingo hörte bei Veranstaltungen oft nur zu, zum Diskutieren fehlte ihm die Kraft. Dass er vor lauter Stress zu wenig aß, machte die Sache nicht besser. Heute fühlte er sich einmal mehr wie ein ausgemergelter Greis, der den 32-jährigen Kämpfer für Frieden und Freiheit in ihm verdrängen wollte. Jens und Ingo verzogen ihre Gesichter. »Wieso abgesagt?«
Wir haben Anweisung von oben. Der Liederabend ist nicht erwünscht. In Ingo stieg Ärger hoch. Er atmete tief durch. Die für seine Lunge ungewohnte Sauerstoffdosis belebte ihn. Wir wollen über die Missstände in unserem Land singen, brennende Themen aufgreifen. Jens stellte seine Gitarre auf den Boden. Wir müssen mit dem Publikum ins Gespräch kommen, damit Entwicklungen eine Chance haben. Torrach trat aus dem Schatten des Gemeindekirchenratsvorsitzenden. Ein trauriger Blick durch seine Nickelbrille traf die jungen Männer. Es tut mir leid, wir können euch nicht reinlassen. Der kleine Mann zuckte resigniert mit den Schultern. Ingo registrierte die Geste der Hilflosigkeit. Er schaute über ihn hinweg zu den beiden Genossen in Hörweite. Deren versteinerte Gesichter gaben ihm den Rest. Ein Gefühl der Machtlosigkeit überfiel ihn. Ingo spürte die Angst im Nacken. Er wollte nicht erneut für Monate im Gefängnis landen, wie vor 3 Jahren, als er wegen der regimekritischen Lieder verhaftet worden war. Er dachte an seinen Text, Befragung. Beide können gut hören, der Psychologe gut zuhören, der Sicherheitsbeamte gut abhören. Nach der Narkose, ein Patient fragt den Anästhesisten, ob er während der Narkose erzählt habe, dass er für die Staatssicherheit tätig war. Der Arzt antwortete, nein, während der Narkose nicht. Bomberg, ich sage ja und setz mich hin. Wir hätten da mal ein paar Fragen zu ihren Liedern, Zweck und Sinn. Als sie vor Jahren bei uns waren, da sprachen wir von Liedverzicht. In Liedern, die wir nicht vertragen, stehen Staat und Stasi vor Gericht. Wir lassen uns nicht mehr beschimpfen. Wir haben genug von ihrem Song. Sie sind vom Westen einberufen. Gehen Sie zurück, das wird Rebellion. Was wollen Sie mit Ihren Liedern? Ich sage auch Demokratie. Die haben wir doch, steht in der Zeitung. Sagt, das ist keine Garantie. Dies Land braucht eine Atmosphäre, vor der die Menschen nicht entfliehen. Und aktiv, ehrlich, solidarisch, wir friedlich unsere Wege ziehen. Sind Sie der Liedermacher Bomberg? Ich sage ja und setz mich hin. Wir hätten da mal ein paar Fragen zu Ihren Liedern, Zweck und Sinn. Sülz mich nicht an, sagt der Fleischer zum Bäcker. Verdien erst mal deine Brötchen, sagt der Bäcker zum Fleischer. Alalalalalala, du bist ja sternhagelvoll, brüllt der Gastwirt. Ich dreh dir einen Hahn ab, leiht der Klempner. Alalalalalala, willst du ihn gekleistert kriegen, fragt der Tapezierer. Sei auf der Hut, antwortet der Mützenmacher. Lalalalalala,
Da hast du ins Schwarze getroffen, erzählt der Schornsteinfeger. Mach mir nichts weiß, sagt der Maler. Ich kann sie nicht weiterhelfen, flötet der Polizist. Mensch, haben Sie Töne, sagt der Musiker. Wenn alle Stränge reißen, sagt der Nervenarzt. Wir ziehen an einem Strang, sagt der Drahtzieher. Der Plan ist nicht erfüllt worden, haucht der Ingenieur. Die Zahlen müssen stimmen, der stellvertretende Stellvertreter. Sie stehen unter Eid, erinnert der Staatsanwalt. Nö, sagt der Bierkutscher, ich stehe unter Alkohol. Das ist ja zum Schießen, sagt der Jäger. Das trifft sich hervorragend, entgegnet der Offiziersschüler. Ich hau dir eins auf den Ballon, sagt der Wachtposten. Solche Frechheit übersteigt alle Grenzen, sagt der Ballonflieger. Stinkt's mir zu sehr, sagt der Sicherheitsbeamte. Lieber von außen nach Unrat riechen, erwidert der Klopächter. Und alles zum Wohle des Volkes, erzählt der Politiker. Ich lass mir keinen Bären aufbinden, brummelt der Tierpfleger. Das Weiche besiegt das Harte, sagt der Philosoph. Die Weichen sind gestellt, längst gestellt, entgegnet der Weichensteller. Ich verstehe nur Bahnhof, sagt der Schaffner zu allem. Das Publikum klatscht und Beifall. 2 Stunden später verteilte der Kantor mit einem fröhlichen Gesicht Apfelsaft und Leitungswasser an alle. Ein großartiges Konzert. Der rundliche Mann trank sein Glas in einem Zug leer. Ingo umarmte ihn. Herzlichen Dank, hoffentlich macht der Gemeindekirchenrat dir keinen Ärger. Thorach kicherte. Wieso? Was sollen gottesfürchtige Männer und Frauen gegen eine Bibelstunde im privaten Kreis einzuwenden haben? Jens grinste in sich hinein. Ingo prustete los. Der Arzt liebte diese Art von Sarkasmus. Einzig der sorgte dafür, dass viele Menschen in diesen abstrusen Zeiten nicht vor die Hunde gingen. Herzlichen Dank. Ja, wenn Sie neugierig geworden sind, im Grenzenlos erzähle ich 14 weitere sehr skurrile Geschichten über mutige Menschen, die dem Staat damals eine lange Nase gedreht haben. Das Buch kostet 12,90 und liegt vorne am Eingang. Und hier bekommen Sie eine Widmung bei Amazon und in Buchhandlungen bekommen Sie die nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, danke schön, Doris Wiesenbach. Wir setzen die Text-Ton-Collage jetzt fort. Die Trompete war schon dran, also keine Angst, die kommt nicht wieder. Es gibt auch, das Mittanzlied ist auch schon durch, haben wir in den Zugaben teilgelegt. Und das Mitsingelied haben wir gleich in den nullten Positionsgrad geschoben, sodass auch das nicht mehr zu befürchten ist. Dafür geht es etwas politisch weiter, nach der Einschaltung der Technik. Es gab ja früher die Tradition des Fremdmitschnitts. Heute hat sich der Selbstmitschnitt sozusagen den Mitschnitt erhalten. Und
die Atmosphäre sozusagen wiederherzustellen, das ist nicht ganz so einfach. Und wenn ich frage, wie das so ist, manche antworten mir, die 80er Jahre, kriege ich deshalb manchmal so ein DDR-Gefühl, wenn heute ein Zug längere Zeit stehen bleibt. Dann erinnere ich mich, wie das so war, wenn wir verreist sind mit der Reichsbahn und dann die Züge hin und wieder mal längere Zeit standen. Da ist es so, wieder da, eine Art DDR-Gefühl. Manche bekommen das an ganz anderer Stelle und sehr heftig. Ich habe politische Häftlinge, ehemalige, in Behandlung, und wenn die heute bestimmte Orte aufsuchen, werden sie wiederum von heftigen Symptomen aufgesucht. Und diese Dinge wirken lange nach. Wer nachhaltig verletzt wurde und beschämt wurde durch Haft und durch Zersetzung und Verfolgung, der leidet heute noch darunter. Und auch nach 25 Jahren ist das nicht vom Tisch, weil Traumatisierung in der zweiten Lebenshälfte besonders hervortreten, wenn der Ruhestand dann kommt, Ablenkung nicht mehr da ist und die Abwehrkräfte insgesamt nachlassen. Therapie hilft, Liebe hilft natürlich und auch ein bisschen die Kunst. Du hast mir ein kleines Licht gebracht, die Geschichte vom ersten Besuch meiner Frau im Gefängnis. Geht auf, sie kriegen heute Besuch. Wie aufgeschreckt lass ich von meinem Buch. Entwöhnt von Licht und menschlichem Kontakt, hab ich die Freude tief in mir verpackt. Sehnsucht schreit, ich finde keine Ruhe. Türen auf und dann ganz lange zu. Kann es gar nicht fassen, dass wir sind, dass ich dich in diesen Räumen find. Aufgeregt, mein Herz schlägt durch die Tür, stehst du vor mir, dass ich dich berühre. Sehnsucht schreit, ich finde keine Ruhe. Türen auf und dann ganz lange zu. Du hast mir ein kleines Licht gebracht. Von allen Seiten werden wir bewacht. Undurchdringlich ausgeliefert schweigt. Bis sich deine Stimme zu mir neigt. Sehnsucht schreit, ich finde keine Ruhe. Türen auf und dann ganz lange zu. Und dein Blick durchströmt der Blüte gleich. Außen kläglich werd ich, innen reich. Du hast deinen Apfel mir enthüllt, die befreite Frucht mit Glück erfüllt. Sehnsucht schreit, ich finde keine Ruhe. Türen auf und dann ganz lange zu. Du hast Kaffeekuchen ausgerollt. Der Wachmann hat gelegentlich geschmollt. Deine Decke, deren Tisch verschönt. Besuch vorbei, das Schloss im Kopf verdröhnt. Sehnsucht schreit, ich finde keine Ruhe. Türen auf und dann ganz lange zu. Du hast mir ein kleines Licht gebracht, helle Zelle in dem dunklen Schacht.
Letzte Nacht hab ich von dir geträumt. Wir haben das Gefängnis ausgeräumt. Sehnsucht schreit, ich finde keine Ruhe. Türen auf und dann ganz lange zu. In der Liebe wieder auftanken, deshalb das folgende, ein Liebeslied, gepaart, gepackt in eine Apfelgeschichte. Der Apfel spielte ja eben schon eine Rolle und die müssen natürlich vorher geerntet werden, deshalb die Apfelernte. Intime Ideen, lachende Lehre, scherzende Schere, wortarme Wesen. Wer rechnet schon mit seinem Tod? Doch wer hat je mit seiner Geburt gerechnet? Hab mit dir die Äpfel abgepflückt, oben du und unten ich gebückt. Manchmal trifft ein Apfel meinen Kopf, lenke ihn in unseren Apfeltopf. Und trotzdem hab ich unten noch getobt, tröstlich du. Haben wir uns verlobt. Sägt man nicht zu zweit da an dem Holz, kann doch jeder, sagst du oben stolz. Dein Windstoß mich mit dir beglückt und du landest nicht auf meinem Kopf, denn mein Arm legt dich in unseren Topf und der Baum schenkt uns einen Doppelring. Möchte das ein Apfel ewig singen, heb dich raus und bitte um deine Hand. Lass uns gehen ins süße Apfelland.
Nach dem Apfellied, nach der Inhaftierung, nach der Revolution braucht man wieder Kondition. Die holt man sich zum Beispiel in einer Seilübung, das Ganze gepackt in ein Lied, Sing mein neu altes Lied. Dankeschön, Sie haben sehr mitgeholfen, dass das Seil gespannt blieb und dass wir waren manchmal dicht dran, vom Seil abzukippen. Das ist nicht ganz ohne Risiko, aber zusammen kann man eben doch solche Dinge wieder dann doch bewältigen. Dankeschön. Ja, auch die folgende Sache ist gemeinschaftlich. Abhaltung durch Einhaltung. Die nächste Revolution scheiterte an der strikten Einhaltung der Trägheitsgesetze. Wenn sich der Untergrund bewegt, jetzt soll noch mal aufleben, was 89 bebte und auch nicht ohne Risiko war, der gewaltlose Widerstand hatte sich durchgesetzt. Welch ein Wunder, welch ein Glück. Wenn sich der Untergrund bewegt, ist es schwer zu stehen und zu gehen. Wenn alles strömt, weißt du nicht, wo du bist, weißt du nicht, wie du heißt. Alles bewegt sich nicht, alles verträgt sich. Wenn sich in dir alles dreht, kann's schwer gehen. Schwer stehen. Wenn alles eilt, treibst du mit, schiebst dich selbst, treibst dich an. Alles bewegt sich nicht, alles verdrängt sich.
als sie über dich kam, Angst macht zahm, leg dich lahm. So hat die Macht schallend gelacht und hat Fesseln gebracht. Alles bewegt sich nicht, alles verträgt sich. Hält dich in Schach, unter Fach, unter Dach, weil die Macht der Mächtigen die Ohnmacht der Ohnmächtigen macht. Alles bewegt sich nicht, alles verträgt sich. Wenn ihr den Untergrund bewegt und die Ohnmacht die Macht weggefegt, lebt ihr noch heute für die Ewigkeit bereit, wenn die Ohnmacht wieder schreit. Alles bewegt sich nicht, alles verträgt sich. Maulwürfe hatten es satt, dass ihre berechtigten Wünsche nach Verbesserung ihrer Lebenssituation nicht auch in den Medien Niederschlag fanden. Tag für Tag waren die Elefanten im Fernsehen und rüsselten durch den Äther. Ich breche jetzt hier ab, ja, sonst wird es zu lange. Vor Sendebeginn schaufelten die Maulwürfe riesige Hügel, sodass die Elefanten nicht die Fernsehstation betreten konnten. Die Maulwürfe hingegen gelangten über ein inneres Gangsystem in die Sendezentralen. Dieser Vorgang wurde von Menschen beobachtet, die darüber nur den Kopf schüttelten. Auf einem Ast überleben. Da ist ein Nest, im Schatten schweigt und Sonne, Wind und Hitze, Frost abzugeneigt. Die Katze kommt nicht hoch genug, ein Flügelschlag, ein Schutz, die Vogelmutter zeigt, was sie nicht mag. Auf einem Mast überleben, mal oben, mal unten sein. Auf einem Mast leben, leben, mit Regen, mit Sonnenschein. Der Straßenjunge Nelio führt Banden an. Er wurde früh schon elternlos, zuvor ein Mann. Die Polizei macht Jagd auf ihn, ein Schuss verpasst. Er rettet sich auf einen Baum mit hohen Ast. Auf einem Mast überleben, mal oben, mal unten sein. Auf einem Mast leben, leben, mit Regen, mit Sonnenschein. Als namenloser Jungsoldat dient er der Macht. Zu überleben auf Befehl bei Tag und Nacht. Für Herrschers Ziel und Eigennutz auf Leben. Alles, was er hat, fürs täglich Brot. Auf einem Mast überleben, mal oben, mal unten sein. Auf einem Mast leben, leben, mit Regen, mit Sonnenschein. So geht es vielen in der Welt, vom Krieg bedroht. Ziehen sie für wenige in die Nacht der Leiden.
benutzt, missbraucht, vertauschen sie den eigenen Traum und müssen auf so manchen Ast, auf manchen Baum, auf einem Mast überlegen, mal oben, mal unten sein, auf einem Mast leben, leben, mit Regen, mit Sonnenschein, auf einem Mast überleben, mal oben, mal unten sein, auf einem Mast leben, leben, mit Regen, mit Sonnenschein. Ja, mit dem folgenden letzten Lied kommen wir nochmal ganz grundsätzlich, wer steckt hinter welchem Lied. Ich danke nochmal allen Akteuren für die Mitgestaltung, Frau Doris Wiesenbach, für den Erzählband, den ich Ihnen sehr nahelegen möchte, Katrin Countergreil für die virtuose Cello-Gestaltung. Es gibt da auch eine sarkastische Wendung von Jürgen Hultenreich, der da sagt, der Cellist und die Cellistin. Ja, also da ist auch eine Verbindung. Er hat einen Kurzvers über den Cellisten gemacht, ne? Meint damit aber den Keinstrich-Einstrich. Und das ist auch nochmal eine besondere Kombination. Und an Ottmar Desch sozusagen für seine spielerisch immer wieder überraschenden Momente, die auch uns beim Vorführen anregen. Ich habe mich jetzt noch was Originelleres erwartet, aber ich habe mich konservativ jetzt auf Anregen gepunktet, sozusagen. Ja, ja, Dankeschön. Und Dankeschön auch, bevor es ganz losgeht, an Wolfgang Ninnemann, der heute einen Videomitschnitt gemacht hat, und auch an Elmar Süß, der heute einen Tonmitschnitt gemacht hat. Wir haben das anfangs nicht angekündigt, Entschuldigung, aber jetzt soll es doch noch kommen, auch für verschiedene Varianten der Veröffentlichung gedacht, und freue mich und danke Ihnen vor allem fürs Kommen. So, jetzt das letzte Lied. Manchmal denke ich, leise Lieder geben laute Leute wieder. Manchmal denke ich, laute Lieder geben leise Leute wieder. Wie auch immer dem geschieht, wer steckt hinter welchem Lied? Manchmal denke ich, freche Lieder geben brave Leute wieder. Manchmal denke ich, brave Lieder geben freche Leute wieder. Wie auch immer dem geschieht, wer steckt hinter welchem Lied? Manchmal denke ich, schweinische Lieder geben saubere Leute wieder. Manchmal denke ich, saubere Lieder geben dreckschweinische Leute wieder. Wie auch immer dem geschieht, wer steckt hinter welchem Lied? Manchmal denke ich, böse Lieder geben gute Leute wieder. Manchmal denke ich, gute Lieder geben böse Leute wieder. Wie auch immer dem geschieht, wer steckt hinter welchem Lied? Stell die Frage immer wieder.